Hab zugestimmt. Wunderbar. Also ein herzliches Grüß Gott oder Buongiorno aus dem Ticino und ein herzliches Grüß Gott noch viel, viel herzlicher nach Wien zum Dr. Roman Braun. Hallo, mein Name ist Günter Kreuzberg, für die, die mich nicht kennen. Ich bin ein österreichischer Sänger, Opernsänger und sehr viel unterwegs in der Welt und mache mir auch über die Welt so meine Gedanken und bin bei dieser Aktion dabei, weil ich einfach der Meinung bin, es ist wichtig, ein bisschen ans Wesentliche zu kommen, was passiert gerade mit uns, wo gehen wir hin als Gesellschaft. Und mein absoluter Wunschkandidat für dieses Gespräch war eben der Dr. Braun in Wien, weil ich ihn seit, glaube ich, über einem Jahr jetzt schon verfolge in den Vorträgen, was er da unglaublich Gescheites von sich gibt. Und er ist, also ich hoffe, ich sage da jetzt kein Blödsinn, Sie sind, glaube ich, Psychologe, Kommunikationswissenschaftler, Erziehungswissenschaftler und Sie kennen sich aus mit diesem Zauberkürzel NLP. Was steckt denn da dahinter? Nur mal so für die ganz Blauäugigen, die noch keine Ahnung haben. Ja, also NLP heißt neurolinguistisches Programmieren und da geht es um die Zusammenhänge zwischen Sprache und wie wir neurologisch und dann auch psychologisch darauf reagieren. Und ich würde das so sehen als die Endstufe der Rhetorik, die ja vor 2500 Jahren begonnen hat, als Aristoteles sein Buch Rhetorik geschrieben hat. Mhm. Und also Rhetorik beschäftigt die Menschen schon sehr lange, wie man sieht, vor allem die Politiker. Weil Aristoteles war ja nicht irgendein Lehrer, sondern das war der politische Berater von Philipp II. Und dann Alexander dem Großen. Also der hat die damalige Machtelite beraten und die wollten Bescheid wissen über Rhetorik. Das hat sich also über 2500 Jahre nichts geändert. Jetzt ist natürlich meine Frage, also gut, jetzt sind wir im antiken Griechenland, aber wenn man sich jetzt die Zeit anschaut, vor allem die letzten 1,5 Jahre, wir haben ja im Unterschied zu damals, also speziell wenn wir jetzt europäischer denken, dunklere Zeiten im Mittelalter oder so, wir haben ja eine noch nie dagewesene Möglichkeit zur Information, also sich selbst zu informieren, obwohl viel zensuriert wird auf sozialen Medien. Teilweise muss man sagen, die eine oder andere Löschung versteht man ja, aber die Zensur an und für sich ist nichts Gutes. Trotzdem, dass wir so eine Möglichkeit auf Zugriff auf Information haben, habe ich das Gefühl, wir bewegen uns in unserer Scheuklappen Art, in eine Art geistiges Mittelalter zurück. Warum ist das so? Warum wollen die Leute wieder glauben? Und vor allem lustigerweise immer wieder, oder jetzt über 1,5 Jahre kann man es ja wirklich sagen, Leuten glauben, die oft schon geirrt haben. Also das ist mir ein Rätsel in der ganzen, wie soll man sagen, in der medialen Präsenz von gewissen Personen, die ja jetzt schon mehrfach widerlegt wurden. Also warum ist diese Lust daran, der Menschen einfach nicht selber nachzudenken, sondern einfach die Verantwortung abzugeben, die geistige? Ja. Naja, wir haben permanent ein psychologisches Problem zu verarbeiten. Nämlich pro Sekunde werden durch unsere Sinnesorgane 11 Millionen Bits Informationen aufgenommen und zum zentralen Nervensystem geleitet. Davon sind 40 Bit, also nicht 40%, sondern von 11 Millionen sind 40 Bit bewusst. Und da permanent zu selektieren, was ist wesentlich, also was greife ich mir heraus, ist ein unglaublicher Aufwand. Diese Komplexität zu reduzieren, ist eine permanente Aufgabe. Und wir haben Situationen gerne, in denen ganz klar ist, was sind die relevanten Bit. Also wenn ich auf Autopilot sozusagen, ja, in der Früh zum Auto gehe, ja, und ich gehe raus und da läuft überhaupt nichts über das Bewusstseinsfenster, über die 40 Bit, das geht auf Autopilot. Ja. Also ich weiß, wie ich Türen auf und zu mache, wie ich Türen auf und zu sperre und gehe zum Auto und dann plötzlich stelle ich fest, ich habe den falschen Autoschlüssel. Das ist ein sehr unangenehmer Moment, weil bis dahin war alles von den 11 Millionen irrelevant. Und plötzlich wird unglaublich viel relevant. Ich muss überlegen, wo ich bin und so weiter. Ja. Also wir lieben diese Situation nicht, wo wir überfordert sind durch zu viel Information. Daher glauben wir gerne. Weil in dem Moment, wo ich glaube, treffe ich eine Vorauswahl und meistens vorbewusst, also nicht immer ganz unbewusst, sondern vorbewusst, irgendwann denkt man, ah ja, passt schon, ich richte mich danach. Und in dem Moment ist alles wieder einfacher. Diese hohe Komplexität zu verwalten, das mag einem jetzt nicht so großartig viel Aufwand erscheinen, ist aber enorm viel psychologischer Aufwand und auch neurologischer Aufwand. Aber das ist einer der Faktoren. Ja?
Was, das verstehe ich, das ist alles klar, aber wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, es gibt Vorgänge, die sind wahnsinnig komplex, die sind auch wahnsinnig weit weg. Also gerade jetzt bei Geschehnissen in der Weltgeschichte, jetzt gerade aktuell gedenken wir an die 20. Jahrestag von 9/11 oder irgendwelche historischen Dinge wie, keine Ahnung, ob das jetzt John F. Kennedy, also die klassischen Verschwörungsmythen, wenn man so will, das ist, da hat jeder eine Idee oder man glaubt dieses oder jenes. Aber jetzt konkret bei dieser Geschichte, es war, glaube ich, noch nie etwas so nahe an uns dran, wo jeder ja eine eigene Meinung sich bilden müsste aus der wirklichen Erfahrung. Also jetzt nicht nur aus Bequemlichkeit heraus etwas zu glauben, sondern einfach wirklich, weil er ja betroffen ist. Also einfach sich's einfach machen, sich simpel, sich irgendwie auch diese ganze Informationsflut zu kanalisieren, zu filtern, das verstehe ich alles. Aber irgendwann einmal nach einem gewissen Zeitraum, wo es einen wirklich betrifft, wo man wirklich leidet drunter, auch wenn man sich nicht eingestehen will, warum ist da irgendwie so wenig kritisches und ein bisschen aufbegehrendes Denken da? In der großen Masse, so scheint es mir zumindest. Ja, so ist es auch. Naja, das hat damit zu tun, weil wir mit relativ wenig zufrieden sind. Das war vor 2000 Jahren waren es Brot und Spiele und das hat sich nicht geändert. Heute ist es FF. Wie ich manchmal so salopp sage, nämlich Food and Facebook. Ja? Und damit sind wir zufrieden. Und Netflix halt dazu. Das, also, oder Fernsehen auch noch dazu. Das passt eigentlich. Also dann auch noch an Idealen interessiert zu sein, an der Entwicklung der Demokratie interessiert zu sein, sich Sorgen zu machen über den Einbruch an Demokratie, den wir gehabt haben in den letzten eineinhalb Jahren, ist sehr aufwendig. Mhm. Was halt noch dazu kommt, ist, was jetzt voll zu tragen kommt, ist, dass wir ja immer schon von den Göttern in Weiß gesprochen haben. Von den Göttern in Weiß. Ja? Und es gibt sozusagen zum parallel zum politischen System, auch global, gab es die ganze Zeit über ein Götter in Weiß-System, nämlich die WHO. Was die wenigsten Menschen mitbekommen haben, war, dass die WHO vom Kapital übernommen wurde. Und zwar einerseits direkt von den Pharmafirmen, also weil die WHO, weil das Funding der WHO nicht funktioniert hat, weil Politiker in allen Ländern ihr Budget besser dastehen lassen wollten und haben daher die WHO nicht entsprechend gesponsert. Dann sind Retter dahergekommen und haben, also Bill Gates war einer der Organisatoren des besseren Fundings der WHO und fundet selber die WHO und hat auch dafür gesorgt, dass Pharmafirmen, zwar nicht direkt, aber über Organisationen, die von Pharmafirmen gefundet sind, dann wieder die WHO fahren können. Mhm. Also das heißt, also dieses System Götter in Weiß ist übernommen worden von den Pharmaunternehmen. Das ist eine normale Lobbying-Aktion. Mhm. Also ich vergleiche das immer gerne. Also wir haben jetzt, Bill Gates hat es geschafft, das Pharmageschäft zu der New Economy zuzuordnen und dort Synergien zu schaffen. Weil jeder Lockdown hat bedeutet, dass die Menschen besser darin geworden sind, per Amazon einzukaufen und sich online Essen zu bestellen. Das heißt, der New Economy ist das sehr recht, was da passiert. Und normalerweise, also die Pharmaindustrie war ja lange, bis vor 20 Jahren, deutlich der Old Economy zugehört. Mhm. Old Economy ist Erdöl, Großindustrie, Waffenindustrie. Zur Erdölindustrie hat die chemische Industrie dazugehört, zur chemischen Industrie die Pharma. Und Bill Gates ist da reingekrätscht und hat die Pharma schön langsam rübergenommen zur New Economy. Unglaublich genialer Schachzug. Und jetzt ist sie dort und wird jetzt fürs Lobbying eingesetzt, das auch der New Economy. Lobbying ist eine normale Sache. Nicht? Also wir, also 9/11 ist interessant, ja? Nach 9/11 hat man Afghanistan. Zufällig ein Land, das unglaublich reich ist an Rohstoffen, die wir alle genossen haben, 20 Jahre lang. Ja? Also da passiert auch Lobbying, nur war uns das relativ egal, weil es weit weg geschehen ist und die Leute dort betroffen waren. Das war Afghanistan und der Irak. Ja? Wenn ich da an die Nacht denke, wo der George Bush Jr. Bagdad bombardiert hat mit, weiß nicht, also 100 Cruise Missiles oder so. Ja? Wenn ich mir vorstelle, ich wäre da gewesen, eine Mutter, eine Irakerin, die da gesessen ist mit ihren 5 Kindern vielleicht, in dieser Nacht, ja, wo Bagdad bombardiert wurde. Ja, das ist eine noch unangenehmere Situation als die Lockdowns, die wir gehabt haben. Also dass Lobbying oft
für das Kapital per Definition menschenverachtend ist und Menschenleben kostet. Daran haben wir uns gewöhnt, dann war das immer weiter weg. Ja. Jetzt haben wir es halt bei uns in der entwickelten Welt, weil die New Economy halt ein anderes Ziel halt hat. Und dann ist etwas losgekickt worden, dass diese Parallelhierarchie, die die politische Hierarchie dominiert, nämlich die Götter in Weiß, dann benutzt hat. Wenn man sich ursprüngliche Kulturen anschaut, Stammeskulturen anschaut, da gibt es auch den Halbling und den Medizinmann. Mhm. Und im Zweifelsfall dominiert der Medizinmann. Weil der Medizinmann kann sagen, der Halbling ist besessen von einem Geist oder er ist krank oder was auch immer. Ja? Der Medizinmann bleibt. Das ist da genauso. Wir haben das politische System, daneben das System Götter in Weiß, WHO, top-down, gut installiert hinein in jedes Land. Und wenn jetzt ein Politiker sich dem Spruch der WHO widersetzt, das war vor eineinhalb Jahren, ist das halt schlagend geworden, dann riskiert er sehr viel. Weil Politiker sind in der Regel, sagen wir mal, sehr defensiv mit ihren Entscheidungen. Also sie wollen nicht schuld dran sein, dass viele Menschen sterben und wollen sich rechtfertigen können mit größeren Autoritäten, die allgemein akzeptiert sind. Und das sind die Götter in Weiß. Ja? Okay. Und was wir uns anschauen könnten, ist, wie diese Pandemie losgegangen wurde vor mehr als eineinhalb Jahren, nämlich Ende Dezember. Darf ich da ganz kurz einhaken, weil wir diese New und Old Economy-Diskussion ist insgesamt vom Wirtschaftlichen und natürlich geht es da ums Wirkliche und die Hauptmotive. Aber ich glaube, wir haben jetzt dreimal den Namen, ich sage das jetzt mit Harry Potter-Sprache, Lord Voldemort, also Bill Gates gesagt haben. Sie kennen ja, wenn man diesen Namen nur sagt, ist man ja schon so im breiten Diskurs im Verschwörereck. Da hast du ja dann schon, ui, der redet von Bill Gates. Und jetzt ist ja das Lustige, das, was mich jetzt wieder aus der psychologischen Sicht interessiert, was ich Sie jetzt wieder fragen muss. Der hat uns ja, oder es ist ja wurscht, ob das jetzt er war oder der Tedros, wie heißt der da von der WHO, der WHO-Chef, oder wenn man so will, jetzt die ganz futuristischen Visionen von Elon Musk oder so, wenn man sich mit dem beschäftigt. Also ich bin kein Mainstream-Konsument, kaum, und schaue mir immer wieder mehr auf Twitter, was der Elon Musk so von sich gibt, beziehungsweise was das World Economic Forum so für Ideen hat, was der Klaus Schwab vorhat und natürlich auch der Freund Bill Gates selbstverständlich. Und jetzt ist so, dass die uns ja eigentlich relativ klar und deutlich sagen, wo die Reise hingeht. Es ist ja nicht so, man muss fairerweise sagen, im Gegensatz zum klassischen Politiker, wie Sie sagen, der eher defensiv ist, der bis zu einem gewissen Grad ja auch, ich sage das Wort nicht gern, aber bis zu einem gewissen Grad strategisch auch verlogen sein muss, weil er die Leute hinführt. Diese Leute sagen ja ganz, ganz klar, wo es hingeht. Jetzt ist aber so, das war meine persönliche Erfahrung, sehr von Beginn weg, dass ich einfach wiederholt habe, was diese Leute sagen. Ich sage, ja, also das und das wird passieren und so wird es weitergehen. Und wenn ich das jetzt sage, oder irgendwer normaler sozusagen, dann ist es bösartigste rechte Verschwörungsschwurbelerei und was weiß ich was, wie das geprügelt wird, wie man geprügelt wird, wenn man sowas sagt. Und wenn die das aber sagen, dann wird das als großartige, weltrettende Vision hochgepriesen. Was passiert da einfach in der Wahrnehmung der Leute, wenn irgendwie, sage ich mal, der Dr. No, sagen wir nicht sowieso, à la James Bond, irgend so ein transhumanistischer Visionär etwas von sich gibt, wo man sagt, um Gottes Willen, wisst ihr, was das bedeutet, etwas sagt und es wird positiv angenommen, oder wenn ich sage, Freunde, wisst ihr, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Warum ist da diese Diskrepanz in der Bewertung bei den normalen Leuten? Und dann vielleicht gleich normal. Ja, das hat simpel damit zu tun, mit der Imageübertragung, die durch konstante PR geschaffen wurde. Okay. Daran ist gearbeitet worden. Nicht? Also Bill Gates hat sich, um ihn jetzt bloß als Beispiel herzunehmen, ja, der hat sich in den letzten Jahrzehnten als Impfexperte profiliert durch entsprechende Auftritte. Da steckt eine massige PR-Kampagne dahinter. Man wird das vielleicht eh wissen, also wer das noch nicht weiß, man möge sich unbedingt anschauen von Paul Schreier den Vortrag über die Planung einer Pandemie. Mit den 15 Planspielen, die es gegeben hat, ganz offiziell auf offiziellen Seiten berichtet sind. Ja? Mhm. Die Organisationen, die das durchgeführt haben, beginnend mit dem World Economic Forum, sind stolz darauf, dass sie es gemacht haben und so weiter. Und da ist aber mit am Tisch gesessen immer Eisenberg. Und Eisenberg ist der Chef der weltgrößten PR- und Kommunikationsagentur. Also steckt immens viel Propaganda, wirklich top, also wirklich meistens sehr gut gemachte Propaganda dahinter.
Und damit haben sich Leute als Autoritäten etabliert. Und wenn die dann was sagen, dann gibt es eine Eigenschaftsübertragung von ihrem aufgebauten Image auf die Message, die sie sehen. Und das dominiert. Also wenn uns da jemand, der daran gearbeitet hat, Jahrzehnte mit einem gewissen Image etwas sagt, dann akzeptieren wir das eher. Und wir sind dann auch froh, wenn diese Autoritäten uns was sagen, weil dann brauchen wir selber nicht mehr drüber nach. Ja, aber das ist, finde ich, ich glaube, also, ich weiß, vielleicht täusche ich mich da, das ist, glaube ich, der einzige Schlüssel, wo wir irgendwie noch Chance haben, die Leute zu erreichen. Also, dass man einfach wirklich von den Labels und den Logos ein bisschen weggeht oder von diesen kreierten Images und einfach einmal wieder auf diesen Hausverstand appelliert und sagt, hey, was ist wirklich? Und das ist eben mein großes Problem mit der Welt, sage ich jetzt einmal so ein bisschen fast im poetischen Sinne, dass man die Leute nicht mehr erreicht, dass sie einfach, das haben wir dann beim ersten Punkt, glauben wollen und man irgendwie nicht versteht, welche Lust ist es? Ich meine, Sie haben es jetzt erklärt und ich kann es menschlich verstehen, aber ich kann es irgendwie für die Zukunft, was unsere Gesellschaft betrifft, überhaupt nicht nachvollziehen, weil das bedeutet natürlich, dass wir uns da, um zurückzukommen, wieder in Richtung Mittelalter begeben, also in Abhängigkeiten und Gläubigkeiten. Und die Demokratie in dem Sinne, wie wir sie einmal verstanden haben, ist eigentlich erledigt, oder täusche ich mich da? Ja, deutlich, ja. Also da kann man sich auch Politikwissenschaftlerinnen anhören wie Ulrike Gero, die bis vor kurzem noch hier in Österreich unterrichtet hat an der Donau und die Krems, jetzt nach Bonn gewechselt ist und die sagt, es ist Neofeudalismus. Ja? Also, oder auch Leute wie Daron Acemoglu, ein Historiker, den ich sehr schätze, ein MIT-Historiker, der nimmt die Ressourcen des MITs, um sich große Datenmengen anzuschauen, sich historisch anzuschauen, wann, wo und unter welchen Bedingungen gab es historisch vorübergehend Demokratieblasen. Und das ist irgendwie traurig, wenn man ihm zuhört oder seine Bücher liest, was ich sehr empfehle, weil dann entdeckt man, es sind wirklich vorübergehende Demokratieblasen. Er selber sagt, noch nie waren die Herrschenden an mehr Demokratie interessiert. Das gab es immer nur als Notlösung, wenn die Kosten für Unterdrückung und Kontrolle gerade mal zu hoch geworden sind. Und wir sind halt mehr oder weniger hinein, also die Nachkriegsgeneration, alle Nachkriegsgenerationen, hineingeboren in eine Demokratieblase und glauben, so ist die Welt. Dabei war sie fast, also bis herauf zum 20. Jahrhundert, fast nie in diesem Zustand Demokratie. Nein. Das waren wirklich vorübergehende Zugeständnisse der Machtelite. Und nur weil wir es halt nicht anders gekannt haben, dachten wir, das ist der Normalzustand, ist es bei weitem nicht. Was mich interessiert ist nur, die Bequemlichkeit nicht denken zu wollen, das Interesse der Mächtigen, die Leute sozusagen zu kontrollieren, das ist alles nachvollziehbar. Aber was ich beobachte schon seit Jahren und jetzt speziell auch in diesen letzten eineinhalb Jahren, ist eine fast, ich sage es ein bisschen brutal, eine perverse Lust zu gehorchen. Was ist denn da passiert mit den Leuten? Also widersinnigste Dinge, wirklich unlogischste Sachen, wo man genau weiß, das bringt nichts und schadet nur und sie machen es trotzdem gern. Und wenn man dann versucht, das irgendwie mit Hausverstand im Rahmen meiner Möglichkeiten zu hinterfragen, da muss man echt aufpassen, dass man als unsolidarischer was geprügelt wird. Und du sowieso, weil du hast so komische Ansichten, sage ich, ich habe gar keine Ansichten, ich sage nur das, was gerade ist. Und was ist da passiert? Da oben. Naja. Das ist nichts Neues, sondern da wird hergenommen diese Passivität, diese Gravitation der Komfortzone, die wir alle haben. Und dann halt zusätzlich, also on top, wirklich gut gemachte, wirklich tolle Propaganda. Also ich schaue mir das an, ich schreibe ein eigenes Buch darüber, das heißt Propaganda in Action, weil wir gerade den größten Fall in der Geschichte erleben. Wir erleben gerade die Anwendung von Propaganda und angewandter Sozialpsychologie in einem Maße, wie es noch nie stattgefunden hat, global. Also, es gab immer wieder Propaganda-Aktionen, die so lokal irgendwo gewirkt haben, und es kam so einen Spike drinnen. Ja? Und da wird sehr, sehr vieles richtig gemacht. Diese Propagandaforschung gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts, man kann sagen, seit Sigmund Freud und seit sein Neffe Bernays in die USA ausgewandert ist und dort der Wirtschaft diese Erkenntnisse zur Verfügung gestellt hat und weitergeforscht hat und wird unglaublich viel richtig gemacht. Und ein Aspekt ist halt, dass man, also wenn man das selbstständige Denken ausschalten möchte bei den Menschen, ich sage es nur ein paar Dinge, ja, also Verwirrung gehört dazu. Sag heute A und morgen das Gegenteil, nicht A. Ja. Der Wille hat das jetzt kürzlich gemacht. Der Wille, RKI-Chef, ja, in Deutschland, hat gesagt, wir
wenn wir jetzt weiter impfen, dann wird es immer mehr Varianten gegeben, hat er vor, immer mehr Varianten geben, hat er vor 2 Monaten gesagt. Kann man ihn, ja. Letzte Woche hat er gesagt, wir müssen impfen, damit es weniger Varianten gibt. Also wenn sich da jemand orientiert, dann passiert Folgendes psychologisch, nämlich selber denken heißt, dass ich selber Schlüsse ziehe. Um einen Schluss zu ziehen, brauche ich Syllogismus, heißt das in der Rhetorik. Ich brauche einen Obersatz, Untersatz, Schluss. Das klassische Beispiel: Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Sokrates ist sterblich. Wenn jetzt aber die beiden Obersätze, aus denen ich schließen möchte, einander widersprechen, komme ich nicht zum Schluss. Daraus kann ich nicht schließen. Und da wird mir durch eine unbewusste Suggestion mitgeteilt, du bist nicht dran zu schließen. Es ist zu komplex. Und damit entsteht oben sozusagen, ja, bei der Machtelite ein für mich undurchdringlicher Nebel Genau. einerseits. Und andererseits weiß ich aber, die beobachten mich aber in einem Maße, wie es das noch nie gab, historisch. Ich fühle mich komplett durchschaut. Und das schafft ein immenses Autoritätsgefälle. Also es ist immer der beobachten kann, mächtiger als der beobachtet. Und das haben wir in einem immensen Maß, flächendeckend. Und daher ist es naheliegend, dass die Menschen aufgeben und sagen, okay, ich durchschaue das sowieso nie. Die Schlüsse daraus, das ist so komplex. Nein, aber der Wähler kennt sie aus, also gebe ich auf. Und lasst uns dann halt das tun, was die meinen, dass wir tun sollen. Ja, aber das Das ist, ist das. also das erschüttert mich total. Also da muss ich dann immer wieder sagen, auch Ihre historischen Beispiele, die wunderbar sind, noch einmal, wir waren noch nie so nahe an Informationen. Und gerade jetzt meine Generation, wir sind wirklich mit diesen ganzen Mechanismen, die zu Totalitarismus führen können, ja von klein weg indoktriniert worden. Ich meine, viel mehr wie die Welle oder so. Oder gerade jetzt als in Österreich aufgewachsener, jegliche Art von faschistoiden Tendenzen, das haben wir wirklich Ja. sensibilisiert. Und ohne irgendwas vergleichen zu wollen. Wir wissen, wie heikel das ist. Aber die Mechanismen dahinter, mit dem werden wir eigentlich erzogen. Also das müsste irgendwo leicht zu erkennen sein. Und egal, was für Spielchen da sein, der eigene Verstand, der Hausverstand, das eigene Gewissen, das ist uns schon bewusst gemacht worden, dass es das gibt oder zumindest früher. Und ich frage mich einfach jetzt wirklich als Abschlussfrage nochmal praktisch, was können wir tun? Also außer, dass ich immer wieder versuche, mit trivialen, aber einfachen, hoffentlich logischen Hausverstandsfragen die Leute zu konfrontieren. Ja. Der Rest, da stehe ich wirklich ein bisschen auf der Leitung. Ja, sehr gute Frage. Ich beantworte die in 2 Teilen. Ja. Erstens, für die Wissenschaftstheorie bedeutet, dass wir jetzt im postmodernen Zeitalter angekommen sind, dass sich das Grundproblem geändert hat. Bis zur Postmoderne war das Problem, dass wir zu wenig wissen. Seit der Postmoderne ist das Problem, dass wir zu viel wissen. Und das zeigt sich in allen Wissenschaften, auch in der, vielleicht in der, wo es am meisten um Hard Facts geht, nämlich in der Physik. Ja. Der Clifford Stoll, ein Astrophysiker, den ich sehr schätze, der auch der erste Mensch auf der Welt war, der ein Computervirus entdeckt hat, nämlich original im CIA-Netzwerk einen KGB-Virus. Ja. Das ist berühmt dafür. Ja. Astrophysiker. Der hat in einem Interview ist er gefragt worden, okay, also wie geht es der Physik? Ja. Und er hat gesagt, ja, ganz okay. Also wir können 5% von dem, was wir wahrnehmen können, verstehen und erklären. Und dann fragt der Interviewer nach, 5%, was ist der Rest? Und er sagt, der Rest ist dunkle Materie, dunkle Energie und dunkle Strömungen. Dann sagt der Interviewer, womit beschäftigt sich dann die Physik? Und er sagt, naja, wir beschäftigen uns mit Dingen, die wir nicht verstehen, durch etwas uns Unbekanntes. Und das Interview geht dann in die Richtung, dass der Interviewer sagt, ja, aber man hat den Eindruck, dass vor 100 Jahren die Physik noch mehr gewusst hat. Daraufhin sagt er, naja, weil wir weniger gesehen haben. Und wir sehen jetzt mehr und paradoxerweise führt mehr Wissen zu Nichtwissen. Das ist auch Sokrates, also ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? Und je mehr ich sehe, je mehr ich erkenne, desto mehr kann ich auch erkennen, wie wenig ich. Also das gilt selbst für diese Hard Facts der Physik. Es ist das Gleiche jetzt in der Biologie, in der Immunologie. Wir haben immer mehr Daten und immer mehr Daten auch zugänglich. Man kann, und es ist enorm schwierig, alle zu erfassen, und es fällt total leicht, es ist eine Versuchung, sich nur einen Teil rauszugreifen und sich dann ein Urteil auf Basis dieses Teils zu bilden. Ja?
Und das ist das, was in allen Bereichen in der postmodernen Gesellschaft passiert. Das kann sehr leicht wiederverwendet werden von einer Machtelite, um sich die Teile rauszugreifen, die gerade passen. Das heißt, die Idee, dass wir mit die Idee der Aufklärung, dass mehr Wissen dazu führt, dass wir bessere Menschen werden, der Zug ist abgefahren. Da sind wir über den Berg, jetzt haben wir andere Herausforderungen. Ja, wir kämpfen weiter für eine bessere Welt oder vor allem für die Wahrheit, soweit es die in irgendeiner Form gibt. Und ich sage tausend Dank für Ihre Zeit und für Ihre großartigen Ausführungen und ja, bis bald. Sehr gerne. Ich danke Ihnen für Ihre Initiative, weil Sie arbeiten dran, ja, mit der Idee, dass wir dieses Gespräch führen. Und ich finde das großartig, einen der besten Sänger der Gegenwart sagen zu hören, ich höre Ihnen gerne zu. Also ich glaube, es gibt Menschen, die Ihnen gerne zuhören. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie mich da ausgewählt haben und finde, wir haben da einen Beitrag geliefert und werden weitere liefern, solange wir können. Machen wir. Dann müssen wir zufrieden sein mit dem, was rauskommt. Ja, Dankeschön. Sehr gerne. Danke, Dr. Brandt. Okay. Wiedersehen.